Vor 2000 Jahren kamen Eingeborene in ihren kleinen Kanus von Bora Bora übers Meer. Sie suchten das Paradies aus ihren Sagen. Jahrhunderte später kamen Männer aus anderen Ländern. Sie standen unter ihrem Segel und fuhren der sinkenden Sonne nach. Sie kamen zu Tausenden. Aber es gab nur Platz für einen, den Herrscher der Insel. Seit über 1000 Jahren. Ob Hund, Chinesen sind sie alle. Im Hafen von Honolulu bringen sie dasselbe Geld. Er beherrschte die Meere, Hunderte von Menschen und meilenweites Land. Ich nicht verkaufen? Dieb, was Räuber. Ist denn hier los? Das ist meine Frau, ich habe ihn gekauft. Weep! Können Sie nicht für uns arbeiten? Ja, bitte. War Koch. In Hurenhaus, viele Jahre in Macau. Feines, sehr feines Haus. Na schön. Wir werden es mit dir versuchen. Du hast dir eben eine Frau gekauft. Was immer er haben wollte, er bekam es. Mit Gold oder mit Gewalt. Dieser Mann ist schuldig. Er hat es selbst zugegeben. Aber er hatte keine Macht über die Frau, die er liebte. Ich verstehe dich nicht. Warum lässt du mich seit 6 Monaten nicht mehr in dein Bett? Oh, bitte, bitte. Purity! Nein! Purity! Nein. Was hast du? Ich weiß es nicht. Purity, ich möchte, dass du mit mir nach Hause zurückkommst. Aber das ist mein Zuhause. Du wolltest mich überlisten! Wie du willst. Aber ich werde Noel mitnehmen. Noel gehört hierher zu seinem Volk. Es ist nicht sein Volk. Er ist mein Sohn. Das war das Land der großen Männer und der unterdrückten Menschen. Das war der Machtkampf zweier Weltanschauungen. Das war der Mann, der ein Imperium begründete. Er war der Herrscher der Insel.